Weiter geht's durch die Prärie. Auf zu Mika, unserem Bandenmitgliedsfreund. Der ist ja ein wirklicher, ein Ekelpaket, möchte ich beinahe sagen. Ja, hat da auf jeden Fall richtig übel in Strawberry die Leute zugerichtet. Und man hat das Gefühl, ihm hat das Töten Spaß gemacht. Das war nicht einfach nur, weil er ein Räuber oder ein Gangster ist. Kann ich ziehen, ich ziehe keine Waffe. Jetzt aber. Okay. Moment mal. Ne, da brauchen wir jetzt nichts von. Aber das können wir gebrauchen. Und irgendwie hat es gerade nicht gefunzt, dass ich meine Waffe ziehe. Muss ich zweimal drücken irgendwie. Aber gut. Werden sie zweimal überlegen, uns nochmal zu überfallen. Wir müssen mal ausprobieren, was passiert, wenn man sich ergibt, ne? Ist da auch noch irgendwas? Ah ne, nur ein Brett. Was für ein mieser Überfall. Ja, auch mal was essen wäre echt eine gute Idee. Was haben wir denn? Guck mal hier. Dann müssen wir erstmal looten lassen. So, jetzt aber. Das gönnen wir uns jetzt. Zack. Entschuldigung. Boah, Munition haben wir genug gekriegt. Und jetzt geht's weiter zu Mika. Wie viele haben die eigentlich da, diese O'Driscoll? Was soll das denn bitte für eine Riesenbande sein, dass die uns immer wieder sich in die Quere stellt ständig? Und wie viele fiese Möps kämpfen denn eigentlich für die? Das ist eine halbe Armee. Oh, das ist ja eine schöne Stelle, hier rüber zu gehen. Werden immer Nachschub kriegen, genau. Die rekrutieren wahrscheinlich irgendwelche ganz neuen Leute immer ständig. Die O'Driscolls. Morgen! Bei denen hier kann man auch Hehlerware loswerden. Oh, Vorsicht! Alter! Ich kann ihnen gar nicht helfen, irgendwie so richtig. Ich würde ja gerne, aber es will nicht. Die Jungs waren da schon. Alright. We've done all we can for you. You come back for your money at the end of the week. I can't pay you in full for today, of course. The rest of you, stop gawking. Get back to work. Come on! As for you, we could have used your help. Naja, ich könnte auch mitkommen mit euch. Wäre kein Problem. Na, soll man den $5 geben, ja? Ja oder nein? Ihr könnt entscheiden. $5 für den armen Scharlatan, der hier jetzt nicht mehr arbeiten kann. Mann, der Kerl. Komm, das tun wir. Ja, Foreman's a real bastard, ain't he? Here, this should help you get back on your feet. Thanks, mister. You're a good man. Na, der hat ja wirklich nicht mehr viel zu lachen gehabt. Okay, auf weiter geht's. Zu unserem Freund und Kollegen Mika.
der wie gesagt eigentlich ein Arschloch ist. Vielleicht kann man ihn mitnehmen, sollen wir ihn fragen? Ich glaube, die Option bestand aber nicht. Weil wir könnten ihn theoretisch irgendwo hinbringen, ne? Ich meine, weit gehen kann er jetzt nicht, ne? Keiner hilft dir von den Typen. Wir können mal gucken. Können wir dem irgendwie aufhelfen? Wir können ihn nur verärgern. Und das will ich jetzt mal... Oder? Oder? Ne, komm, jetzt lassen wir. Jetzt haben wir ihm ja $5 gegeben. Er wird auf jeden Fall nicht mit uns kommen. Außer ich hau ihn nur ohnmächtig. Spannung. Krass, wie die ganzen Bäume weg hatten. Aber geil gemacht. Ja, geil, dass auch sowas passiert, ne? Dass mal so ein Holzfäller daherkommt und dann so ein Unfall passiert und das einfach auf der Strecke. Super cool. Wirklich super cool gemacht. Oh. Oh. So, und hier ist er. Nettes Lager hast du hier. Komm, Rossi. Hast du hier ein richtig nettes Lager hier gemacht, der Mika. Hey, Arthur. Good to see you. Why? You want rescuing again, do you? Haha, no. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. Well, I just know whenever things get real, you turn yellow and lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Come on. I know an overlook where we can watch for them coming in. Girl? What are you doing anyway, camping out here like some crazy hermit? Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. You'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an O'Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, O'Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here, anyway? Oh, you know how it is? A few loose ends? Drink here, drink there? What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry. Making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Bankraub, Leute. Jetzt geht's ab. Das kann ja interessant werden. Ich würde sagen, wir ziehen uns die Maske am besten direkt über, oder?
Sorry. Manchmal flickelt das so ein bisschen. Ich will, dass er sich die Dings aufsetzt. So, jetzt hier. Ja, ja, das Banditenhalsband-Tuch. Eine Kutsche meine ich natürlich. Bankraubhure, sag ich da. Alright, this is the spot. Hold up on this ridge. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Look, there they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ride! Yeah. Das kann interessant werden. This is a robbery! Stop that coach right now! What in the hell? Guns up! So, war das die richtige, aber ich nehme mal hier die doppelläufige Flinte. Obwohl auf die Range macht die auch nicht so viel Schaden tatsächlich. Den Fall vor sich. So. So, ich muss mich beeilen. Verdammt, die ist echt scheiße, die Waffe dafür. Ich muss ja noch ein bisschen rumprobieren. So, schnell die andere rausholen, zack. Ich nehme jetzt hier den Fahrrad auf. So, erstmal den anderen. Und jetzt reiten. Oh, hinten ist einer. Oh, der wird auch nicht mehr meckern. Jetzt haben wir es richtig schön. Richtig schön haben wir die erledigt. Okay. Ozzy, du kommst hinter uns her, ne? Wir springen jetzt hier drauf. Ich wette, da kommen jetzt noch weitere. Die uns überfallen werden oder so. How long does it take? Next time I'll leave you in the dust. Ja komm, let's go. I'm hoping there won't be a next time. You don't mean. Yeah! Baylock! Come on, boy! Na, aber die ganze Postkutsche uns gegönnt, mal eben so, ne? Frisch weggesnackt. Hier. Find new rifle, too. Here you go, Arthur. From me to you. That's more your style than mine. What did I tell you? Like licking butter off a knife. Something like that. You don't want to just break it open here and be done with it? Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailing. All right, then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Dutch can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot. Shit! Now we're being robbed! Get across the river! Na super! Ach, diese Bäume! What the hell? Okay. You okay? Keep your head down. Let's finish. Ah! I have a pistol! I can see that! I got more grip to hit him with my goddamn boot! So, kurz mal nachladen. Hier in den Felsen sind wir kurz sicher.
Und dann gibt's Sauberes für die kleinen Pappnasen hier. Na komm, ins Gesicht. Ebenfalls. Du brauchst auch keine Maske mehr. Du bist jetzt hässlich wie die Nacht. Zack. Boah, das Gewehr ist schon gut, ey. Das ist schon echt gut, ey. Boah, wie viele da kommen, Leute. Einer dem anderen, bitte. Verdammt, darf ich da jetzt da hochziehen? Okay, drei Schuss. Zack. Okay, jetzt muss ich die Waffe wechseln. Was nehmen wir denn da? Da haben wir nur den anderen Karabiner, okay. Einmal hinter die Kutsche. Ich höre, wie die Leichen da schwimmen sogar. Ja, und ab. Komm, wir kriegen die. Ah, der einen lebt noch. Ah, der ist schwer angeschlagen. Is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Since when did you have a problem killing O'Driscoll? You've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. You know, we should really pick up a lock breaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Hey, give me a hand. Ja, ich komm gleich, Guck mich jetzt aber erstmal hier kurz um. Was für ein Massaker hier beim Fluss. Kentucky Bourbon. Ja, einmal mit der Ruhe. Hier liegt doch noch viel Zeug rum, Alter. Wir können die Munition und alles wirklich gebrauchen. Ja, ich komm ja schon. Er regt sich sonst so sehr auf, weißt du, lass mir nicht mal Ruhe hier die Leichen untersuchen. Liegt hier noch einer? Da liegen noch ganz viele, oder? Guck mal hier. Das ist ein richtiges Massengrab geworden. Guck mal, ein Platinring, weißt du, kann ich doch nicht einfach da liegen lassen, die Leute. Die gibt richtig Kohle. Hier haben wir auch noch einen nicht gelootet von denen. Ach, was soll's. Let's take what we can and get the hell out of here. That lock should shoot off easy enough. I'll give you the honors. On account of, well, this little mess. Go on then. Oh, sorry. Wollte nicht direkt abziehen. Wo soll hier ein Schloss sein eigentlich? Hinten hier vorne muss es doch sein, oder? You shooting it or not? Ich finde da kein Schloss. Hier, das meinte das kleine Ding da. Ach so. Das ist ja gut. Come on, let's see if all this was worth. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said. Big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Oh, es gibt einen Zeugen. Wo ist der denn? Der eine, der noch entkommen ist, oder was? Kann doch nicht sein, dass der uns anmeckert, der. War doch nur Driscoll. Mord? Da ist er! Schnell, Rossi! Ach du Scheiße. Ich brauche ihn dringend hier. Ganz schnell, ganz schnell. Wir haben sonst wieder ein übles Kopfgeld. Rossi, schnell hier um die Ecke. Komm hier um die Ecke. Okay, komm. So, gibt kein Zeugen mehr.
Ja, mussten wir machen. War notwendig. Ich wollte ihn jetzt nicht wieder belabern. Kein Risiko eingehen diesmal. Aber das Gewehr ist richtig geil. Brauchen wir Hochgeschwindigkeitsmunition für. Aber das ist natürlich super nice. Oh Mann, Leute. Das ging ja gerade nochmal gut mit der Postkutsche. Und mit dem habe ich jetzt großen Prozess gemacht. Nicht böse gemeint. Ihr versteht das sicherlich. Da haben wir ja eine schöne neue Knarre jetzt hier. So, kurz mal auf die Karte gucken. Dakota River, da sind wir um die Ecke. Wir könnten mal nach Strawberry eben rüber. Gibt es da hier auch Waffen? Nein, bestimmt, oder? Nee? Da müssen wir nach Valentine. Ich würde jetzt schon gerne mal wieder ein bisschen hier diese Supermunition mir gönnen, ne? Da müssen wir auch zur Emerald Station, da gibt es auch noch was zu tun. Okay, ist da wirklich ein Waffenladen, Strawberry? Ja, nicht verguckt. Nee, tatsächlich nicht. Ich sehe keinen. Gut, dann ab nach Valentine, dann holen wir uns erstmal diese Munition. Und verkaufen mal ein bisschen was und so. Haben wir auch ein bisschen Ringe und alles. Und hier ist der Büchsenmacher. Also war auch auf der richtigen Fährte unterwegs. Du bist ein Cowboy, nicht authentisch, wenn du keinen umbringen würdest, ja. Laut dem Western-Film ja schon, ne? Oh. Ist jemand in Not? You ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here. Okay, der macht einen Goldschürfer. Ja, Gold Rush und so. Alright, here we go. Here we go. Hey, give me some goddamn space here, will you? Ja, ja, der Ruhe, Mann. Ich hab dir nur zugeguckt. Soll ich den verärgern? I'm real comfortable right where I am. God damn it! I've had it with you. Boah. Autsch. Junge, was soll das? Ach, schon wieder ein Zeuge, oder was? Wie schnell gibt's denn hier bitte Zeugen? Oh ne, war gar kein Zeuge. Ja, sorry, Mann. Der hat meinen Hut, ey. Wollte ja eigentlich nur, ne? Guck mal, ob der Gold hat. Oh, da ist da was, ne? Kopfbedeckung austauschen in keinem Fall, aber hier? Nee, da ist leider nichts drin. Er hat noch kein Gold gefunden. Hätten wir noch ein bisschen warten müssen, wahrscheinlich. Ja, tut mir leid für den Herrn. Aber wir haben da nichts gemacht. Wir können gerne weiterreiten. Oh, was sie. Oh, Ermittlung, Zeuge? Ich wusste es doch. Ich will nur mal hier. You know what? Forget it. Yes, that's it. Okay, ich glaube, der wird nichts mehr sagen. So, ich habe den alten nicht gelootet, ne? Will ich da auch nochmal schauen, kurz. Eine arme Kerl eigentlich, ne? Er wacht schon wieder auf. Ein Schmuckbeutel, das hat sich gelohnt. Oh. Was? Yep. Da nicht wieder hier der. Der Typ hier vorne hat was gesehen hier. Ne? Hi there, Mister. Wir sind mal ganz ruhig jetzt hier heute, ne? Wenn sie nur vor waren. So, erst ab nach Valentine, wo wir schon die ganze Zeit hin wollen. Hier gibt es die ganze Zeit, werden wir unterbrochen, ne? Aber das macht das Spiel ja auch aus. Die ganze Zeit passiert irgendwo irgendwas. Heiliger Bimba. Ja, und bezüglich der neuen Emotes hier bei Twitch für die Subscriber, für die Abonnenten, müsst ihr mir auch nochmal sagen, die Tage müssen wir nochmal absprechen, was wir da noch reinmachen sollen. Aber ich glaube, jetzt haben wir ja schon mal ein Setup, aber da kommen sicherlich noch weitere. Hallöchen, ich hoffe, Ihnen geht's gut.
Wir haben denen ja geholfen, letztens. Hier könnte ich mir auch so geil einen Roleplay-Server vorstellen. Das freut mich, dass er dir gefällt, Pino, der Emote. Sehr cool. Der Tier-Emote, ne? Der ist jubelnde Sarazada. Juhu! So, das haben wir auch mal gebraucht. Hey, guck mal, erstmal diese Hochgeschwindigkeitsmunition. Ich hoffe, der Typ hat die überhaupt, ne? Entschuldigung. Ah, Moment. Oh. Geh mal nochmal hier, ne? Anständig. So, what are you aiming for today? Now, let me just look in here. Mehr ein paar Dollar in der Tasche. So, Munition. Revolver-Munition, die brauchen wir nicht. Aha. Patronen von Lancaster. Hochgeschwindigkeit, das ist die, ne? Ja, das ist die. Yours now. So, jetzt sind wir da auf jeden Fall ausgerüstet, weil die Knarre ist hammergeil. So, und jetzt können wir da nochmal zurück. Und nochmal hier Accessoires gucken. Den haben wir ja gekauft, das verbesserte Holz und verbesserten Waffengürtel. Waffenöl haben wir genügend am Start. Ja, das war's schon. Da gibt's nicht noch irgendwie noch was Geiles. Okay, dann reicht das erstmal auch. Wir müssen das jetzt nicht schon wieder aufmöblieren, die Knarre oder so. Das reicht erstmal so, wie wir es haben. Hank told me a man of the clergy joined a poker game down at Flatneck Station. So drunk, he could hardly play. Ja, das war der Reverend. I'm real excited to try this. Hey! Hey, Wallace! This here's the kind soul I was telling you about. The one that gave you the medicine when the snake got you. Guess so. Listen, friend, I know I can never repay you, but how about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab? Wow. Well, thanks. Yeah, seemed like the least I could do with him being sent straight from the Almighty to save my life. Krass, ne? Siehst du, hat sich gelohnt, dem zu helfen. Okay, war vielleicht doch nicht so gut, dass wir den Goldtypen umgenutzt haben. Es gibt noch ein Nachspiel. Ah, Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Was gibt's denn da noch Schönes? Gucken wir doch mal hier durch. Oh, das Springfield-Gewehr können wir uns eh holen, aber wir sollten natürlich jetzt eins nehmen, was richtig teuer ist. Die abgesägte Flinte. Wir haben ja schon noch viele Waffen hier theoretisch, die wir noch nehmen können. Habt ihr eine Idee vielleicht sogar? Na, hier ist ja nichts Besonderes, ne? Ein paar Pfeile. Jetzt sind wir schon am Ende des. Da gucken wir mal nach einem Revolver vielleicht. Einen guten Revolver, noch einen besseren. Aber im Moment haben die nicht so. Der Double Action Revolver ist ja noch. Der ist ja noch. Ja, ne? Oh, der ist auch nicht schlecht, oder? Oh, Feuerrate. Ja, also alles kostet. Nichts kostet irgendwas. Ich will jetzt nur nicht die. Die Waffe nehmen, die wir theoretisch eh umsonst kriegen würden. Das wäre ein bisschen doof. Okay, eine Pump-Action lese ich hier. Ein Gewehr, Scharfschützengewehr. Es gibt ja ganz viele Optionen hier noch, ne? Also da müssen wir eigentlich gar nicht mehr aktiv werden. Da haben wir ja alles. Das Springfield-Gewehr. Macht halt mega den Schaden, geringe Feuerrate, aber ober den Schaden und hat eine gute Reichweite. Das wäre halt sowas wie eine Scharfschützengewehr. Komm, nehmen wir das. Fine choice. I'll let them know. Bye now. Springfield-Gewehr. So, nehmen wir die Hochgeschwindigkeitsmunition, ne? Nur das Beste vom Besten.
müssen wir auch noch ein bisschen mehr holen von uns, oder? So, 150. Da mal ein Visier drauf. Das Verbesserte. Und ein Zielfernrohr. Gönnen wir uns hier auch mal. Nehmen wir mal das Standard erstmal. Oh, das war doch ein guter Kauf, oder? Aber ein schönes neu, zwei schöne neue Gewehre eigentlich sogar, wenn man ganz ehrlich ist. Sehr, sehr gut finde ich das. Oh, da gibt es auch theoretisch wieder ein neues Kopfgeld, was ausgesetzt wurde da vorne. Lorda, fettes Danke an dich auch für deinen Amazon Prime Sub, beziehungsweise Twitch Prime Sub hier bei Twitch. Mille grazie. Können wir eigentlich noch machen? Ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Wir haben ja noch was, ne? Was war das hier? Der Barbier? Da können wir auch mal hingehen, eigentlich uns die Haare schneiden lassen, ne? Es ist im Salon. Ein neuer Haarschnitt. Ja, auch mal nicht schlecht wieder, oder? Hello. Hallo. Okay. You ain't all in this time, all right? What's it to be? Oh, ein Lammbraten hat er hier. Oder Rindfleisch-Eintopf. Komm, wir nehmen mal einen Eintopf. Einfach. Ja, ich wollte noch eine neue Pistole, da habt ihr recht eigentlich. Ne, eigentlich ursprünglich wollte ich nur Munition holen. Jetzt sind wir eigentlich auch ganz gut ausgestattet, aber hier müssen wir nochmal auf die Volcanic. Das war ein richtiger Trapper, ne? Okay. I'll have you neatened up in no time. Was gibt's denn hier zur Auswahl? Ain't no Wild West no more. Das hier geht doch ganz gut klar, ne? Das hier finde ich auch nicht schlecht. So, und dann kannst du die Länge, die werden immer länger sein, Haare. Verrückt. Eigentlich finde ich, ist das, was wir haben, ist nur umgedreht. Das lohnt sich ja nicht zu schneiden, du. Ich finde das eigentlich so gut. 90 Cent kostet die Pomade. Brauchen wir nicht. Komm, ich habe mich unentschieden. Da kann man ja mal gesehen, was wir da machen können, alles. Das ist ja auch nicht schlecht. Easy now, partner. Ein paar Mandeln, das darf man ja nie machen. Da kriegt man auf jeden Fall alle Bakterien, die man so kriegen kann. Bei so öffentlichen Restaurants, vor allem im Wilden Westen. Da war das wahrscheinlich die Hölle. Ja, also ich will es nur mal in den Raum werfen, falls ihr mal in so einer Bar steht und da euch einen Snack grabben wollt. Macht's besser nicht. Oh, warte mal gerade. Hier können wir auch noch eine Poker spielen. Mach ich nächstes Mal. Das ist ja immer wieder verloren. Ah, Rossi, gut, dass du hier bist. So, sollen wir dann noch eine Pistole kaufen? Ne, hol mal die andere mal aus dem Pferd. Komm. Da müssen wir jetzt doch hier. Nehmen wir die Volcanic nämlich mit und dann haben wir auch eine gute Handfeuerwaffe. Weil der Kettleman ist halt echt Schrott. Okay, Girl. Jetzt lieber aus der Hand nehmen, ne? Da werden wir sicherlich auch noch neue Sachen holen. So. Jetzt gucken wir. Da ist die nächste Mission. Auf zum nächsten Abenteuer. Wenn wir da ankommen. Das weiß man ja nie, wie hier immer los ist. Immer mit der Ruhe. Ich hab doch gar nichts getan. Der ist ja süß, der Hund, ne?
Glück kein Zug da. Wir wurden ja schon mal richtig abgesperrt quasi. Muss aber einen kleinen Umweg laufen. So, jetzt gehen wir zu dem Corsair. Und der ist ja ein echt guter. Ein ganz lieber älterer Herr. Der allerdings auch ein Gangster ist, aber auch ein Gentleman-Gangster, ja. Nicht so wie der Mika oder so, der Tausende über Leichen geht, gerne mal in Tausende richtet und ihm es egal ist. Sondern ein Mann, der uns auch was beigebracht hat scheinbar, der Arthur großgezogen hat. Also gar kein Vollhorst. Und dem wir schon mal scheinbar mit Dutch einiges zu verdanken haben. Und es ist ja auch so, dass die staatlichen Behörden uns auch suchen. Sie haben ihm ja hier, unserem Arthur, ein Angebot gemacht, dass er Dutch ausliefert und dann davonkommt quasi, zumindest dem Strick entkommt. Ob er komplett davonkommen kann, weiß ich nicht. Die Wolken immer unterschiedlich ziehen, ne? Wir müssen ja einmal querfeld ein. Das haben wir auch super hinbekommen. Auch keine Ladezeiten, ne? Also wirklich so gut wie gar nicht. Einmal eine sehr lange Ladezeit zu Beginn. Und die Welt ist ja auch immens groß. Da kann man nicht meckern, ne? Das ist ja eine riesen Welt wieder. Überall passiert was. Da fliegen die Vögel wieder. Zwischendurch ändert sich das Wetter. Es gibt mal einen Regenschauer und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Und das finde ich so beeindruckend gemacht, wirklich. Bei unserem Ausritt hier in der Prärie. Ganz ruhig, Rossi. Ganz ruhig.